Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist der zweite Versuch, dieses Areal zu reinigen von so vielen Gegnern, die hier gerade unterwegs sind. So, schauen wir mal, was geht und was nicht. Sag mal. Wow. Komm schon, laden, 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 laden. So, ich nehme erstmal ein bisschen Rack. Und dann gucken wir mal, wer kommt noch, wer kommt nicht mehr. Das war ein guter Shot. Wieder jemand. Okay. So. Wow. Den habe ich nicht mal kommen sehen, du. Schon wieder einer hier? Nee, nicht. Wird nicht mehr lange dauern. So. Da ist er ja schon. Der Freund, der Stress sucht mit mir. So. Jetzt habe ich schon wieder keine Ammo mehr. Okay. Scheiße, Mann, scheiße. Okay, das war ordentlich. Okay. So, mal gucken, dass wir hier ganz dringend ein bisschen was einsammeln. Im Prinzip alles, was wir finden können. So, aber ich glaube. Jawohl, ich hab's geschafft. Okay, zweiter Anlauf. Besser als der erste. Mein Hemd ist immer noch geil, oder? Wie in der ersten Episode aus dem Ei gepellt. Are you fucking kidding me? Großartig. So. Wahrscheinlich hätte ich auch da oben drauf gehen können, auf den Turm. Wäre vermutlich besser gewesen. Da hätte ich die einfach raufkommen lassen und sie aus erhöhter Position einfach aufs Korn genommen. Aber gut, was soll's. Wir haben es ja jetzt irgendwie überstanden. Ich bin jetzt plötzlich an einer ganz anderen Stelle. Jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal ein bisschen nachladen. Gut. Rack habe ich nicht mehr. Schon mal nicht so gut. Schlechte Voraussetzungen. Hier hat es nichts. Dann stiefeln wir aber hier mal so durch. Und suchen mal nach diesem Ort. Wo auch immer der jetzt sein mag. Aber eins steht fest, er kann rennen, der Junge.
Bis zum geht nicht mehr. Ein echter Marathonläufer. Okay. Hier ist offensichtlich eine Wiederwald-Grillstation. You are looking for me. Oh, das ist ja mal eine Stimme. You are looking for me. However, our only hope was trusting the others. Die einzige Hoffnung besteht darin, anderen zu vertrauen. So, oh, Errungenschaft freigeschaltet. From old times. Habe ich offensichtlich gepackt. Damit ist diese Episode sozusagen durch. Und jetzt schauen wir mal, was uns erwartet. I was looking for my wife. I was looking for help and he brought me here. Maybe you know where they're taking the people they captured. I have no use for you. Die Stimme. Just a man hiding here. Geil. Wait, I'm an engineer. A good one. I'm sure you have something I can do. I just want some addresses and some weapons. What do you know about generators? Pretty much, I suppose. Fix that, and we can make a deal. Repair the generator. Also die Stimme von dem Typen ist auf jeden Fall geil. Zigaretten. Hier liegt so viel Neither rum. Neither do I understand anything. The things that happened are completely meaningless. Are you sure they are revengers? I don't see another option. They assaulted our bunker and took her. Whatever. I just need to find her. Ach, da sitzen die zwei. God can't save I've you. I've never seen him so quiet. He's communicating with us right now. It seems he managed to drive you insane as well. Interact. Also jetzt muss ich offensichtlich den Generator reparieren, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das so in ein kleines Rätsel ausartet. Vielleicht gehen wir mal hier hoch. Ah ja, seht ihr? They are coming. Okay. Also so wie ich es sehe. Moment mal, jetzt ist... Hat jetzt auch nochmal eine Box. So, jetzt habe ich alle drei Schalter umgelegt. Gucken wir mal, ob... Ah, hier ändert sich das Licht. Da! Dann. Repariert. So, jetzt gehe ich zurück. Talk with the stranger. Good job. Good Walk job. Through this corridor. You will see the gun creators at the end. Take whatever you want. Gut. Korridor? Aha, das war gerade noch zu. Jetzt ist es offen. Und jetzt kann ich hier... Automatic Rifle. Fully automatic. Medium to long range and medium to high. Das kann kein Mensch lesen in der Geschwindigkeit, Leute. Was ist denn da los? Junge, Junge, diese Stimme. Klingt wie Sylvester Stallone in Die City Cobra. Maybe I'm not. Ganz lang her. Ganz lang her. Also gut. So, be careful about where you shoot at. If the bullet hits a location near an enemy, this may alert that enemy. Okay. We got to know our own personality in this rotten world. Wir müssen unsere eigene Persönlichkeit in dieser verrotteten Welt kennen oder kennenlernen. So. You know we're gonna die, right? Du Man, weißt, dass wir sterben werden. This is not the first time I risk it, and believe me, it won't be the last. Now, you go this way. Handle as many as you can. But we'll need someone to answer our questions if they don't keep the captives here. Okay, boss. See you around.
Oh, Nachtsichtgerät. Nachtsichtgerät. Ah, das Spiel entwickelt sich. Das entwickelt sich. Yes. Boah, I like. Somewhere in. Das ist ja toll. Schaut mal. Sehe ich nicht gut aus? Silencer Guns are great for stealth. Also nicht das hier, sondern das da. Aber ich habe nur 3 Schuss Munition. Verdammte Axt. Warum kann ich eigentlich nicht mit diesem Panzerfahrzeug hier? Schade. Schade. Gibt es irgendwo Muni? Würde mich nämlich auch nicht überraschen. Nein. Keine Muni. Keine Muni für mich. Doch, da. Schaut mal. Oder? Nee, da habe ich bloß das Nachtsichtgerät rausgeholt. Ich dachte schon, aus der Distanz sah das jetzt nämlich echt so aus. Sah das echt so aus, als würde hier irgendwo Muni rumliegen. Aber dem ist nicht so. You can deactivate glow sticks by shooting them. This reduces enemies' visual detection ability. Ich weiß nicht, so soll ich das Ding anschießen oder was? Ja, toll. Toll. Der Feind sieht mich tatsächlich überhaupt nicht. Gar nicht. Und jetzt ist wieder genau dieses Phänomen. Viel zu langsam. Genau. Ich würde ihn eigentlich gern schlagen. Geht nur leider nicht. Aber jetzt immerhin habe ich es dann doch noch geschafft. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Morgen versuchen wir dann nämlich mal... Morgen versuchen wir dann nämlich mal zu gucken, ob wir... irgendwie ein bisschen weiterkommen. Aber wir sehen schon, wir werden was zu tun bekommen. So, in diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bam. Ihr seid die Besten. Ich freue mich auf morgen. Macht's gut. Tschüss. We'll be right back.